Die Europäische Zentralbank setzt weiter alles daran, für stabile Preise im Euroraum zu sorgen. EZB-Präsident Trichet sprach heute von einem sehr wichtigen Ziel angesichts aktueller Turbulenzen, etwa um den Rekordölpreis. Über Wege, den Preisauftrieb abzufedern, berieten auch die Finanzminister der Euro-Länder. Anlass war das 10-jährige Jubiläum der EZB. Sie wacht seit 1998 von Frankfurt aus über die Geldpolitik im Euroraum. Die EZB präsentiert sich voll Stolz zum 10-jährigen Bestehen in Frankfurts alter Oper. Auch wenn viele Menschen das Gefühl haben, alles wird teurer, die Währungshüter sind auf die geringe Inflation des vergangenen Jahrzehnts stolz. Stabiles Geld wirke wie Sozialpolitik. Ohne stabile Preise setzen steigende Lebenshaltungskosten vor allem Bezieher geringer Einkommen unter Druck. Es geht Sorge um. Sorge, dass der Euro durch steigende Öl- und Lebensmittelpreise aufgeweicht werden könne. Inflation. Am Vormittag trafen sich die Euro-Finanzminister in Frankfurt am Main. Die Europäische Kommission und die Mitgliedsländer müssen sich Gedanken machen, um die Last zu mildern, die gerade den ärmsten Bürgern aus den steigenden Ölpreisen entsteht. Staatliche Sozialprogramme werden von Notenbankern stets kritisch gesehen, denn aus Sozialprogrammen folgt regelmäßig Staatsverschuldung und die bedroht zusätzlich stabile Verhältnisse. Stabile Preise sind ausschlaggebend. Sie schützen die Einkommen unserer Mitbürger und ganz besonders die Einkommen der Ärmsten. Preisstabilität ist aber auch Voraussetzung für Wachstum und neue Arbeitsplätze. Angesichts steigender Inflationsrisiken erwarten Beobachter jetzt steigende Zinsen von der EZB.